Hallo, liebes Publikum, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen. Heute von Gustavo unterwegs, ja, weil ich unterwegs bin, in Kassel. Das ist eine Demonstration von Klimaorganisationen. Sie wissen, letzte Woche gab es eine Hausdurchsuchung bei 15 von den Leuten von letzter Generation. Und das heute ist eine Demonstration. Wir laufen ein bisschen dahin. Ja, wie Sie sehen, also man kann nicht so sagen, dass das ist schon zugewachsen. Ich begleite diese Aktionen schon seit anderthalb Jahren. Und ich weiß noch, am Anfang waren nur vielleicht 30 Leute. Und ja, vorhin habe ich erfahren, es sind jetzt so um die 2000 Leute, die das, vor allem die letzte Generation unterstützen. Und heute sind wir hier vielleicht, schätze ich, so um die vielleicht 300 Leute, 300 Personen. Hi. Hi. Sag mal, du läufst wie dein kleines Baby, letzte Generation? Na, ich hoffe nicht, ja. Ich hoffe, es gibt noch ein paar. Ja, wie findest du diese Aktion heute hier? Ich finde die sehr gut und ich finde die auch sehr wichtig, weil ich es völlig überzogen finde, wie darauf reagiert wird auf die letzte Generation und ja, generell auf Klimaaktivismus. Also, dass das ja ins Kriminelle gerückt wird, finde ich total Irrsinn. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir Solidarität zeigen einfach und sagen so, nee, das ist keine kleine Gruppe, die irgendwie freidreht, sondern die haben einen absolut wichtigen Punkt und wir stehen da alle zu. Ja, genau. Ja, jetzt muss ich auch den Vergleich, wo du das sagst, das ist sehr richtig. Der Vergleich zu Friday for Future, man hört nicht mehr von der Gruppe. Also findest du, dass diese Aktionen, wie letzte Generation macht, ein bisschen so extrem, so, ja, ist das so wichtig, dass diese Art so der Protest? Naja, also ich sag mal so, ich finde es an sich nicht so sinnvoll, nicht so gut, was sie machen. Ich stehe da nicht so dahinter. Aber offensichtlich funktioniert es. Also es gibt ja noch eine Menge Öffentlichkeitswirksamkeit. Allerdings ist, finde ich, das Problem, dass die Medien sich natürlich wieder nur auf die Aktion stürzen und nicht auf das, was dahinter steht. Und das finde ich so schade und deswegen finde ich es auch gefährlich, was sie machen. Aber ich verstehe total, warum sie es machen und deswegen bin ich grundsätzlich dafür. Ja, fährst du Auto? Nee, ich habe gar keins. Ich habe kein Auto. Ah, ja. Und wie findest du diese Forderung, also Tempolimit 100 Kilometer pro Stunde? Finde ich total sinnvoll, weil da gibt es eine ganze Menge Sachen, die dahinter stehen, die Vorteile bringen. Und ich finde, dass die Diskussion dagegen, also die Leute, die dagegen sind, das finde ich ist eine rein emotionale Geschichte. Also da geht es nur um Freude am Fahren und um Freiheit, vermeintliche. Aber die Leute sehen überhaupt nicht, welche Freiheit sie damit einschränken und dass es ja viel gefährlicher ist mit 200 auf der Autobahn als mit 100. Und also es kann nur Vorteile haben. Ja, und das andere, die andere Forderung, die ist auch die 9-Euro-Ticket. Wie findest du das? Wie war das für dich auch? Wie hat denn das schon gehabt? Ja, also das habe ich sehr, sehr intensiv genutzt. Ich bin nicht unbedingt dafür, das wieder 9 Euro zu machen, aber ich finde 49 Euro ist auch zu viel. Also ich finde, das 365-Euro-Ticket ist eine gute Idee. Und das gibt es ja hier in Kassel schon für Azubis und Rentner und sowas. Aber das kann man auch einfach ausweiten. Also komplett kostenlos, finde ich, ist es übertrieben. 9 Euro ist auch zu wenig. Aber ich sage mal so, 1 Euro pro Tag wäre okay. Na, aber die 49 Euro ist für viele auch zu viel. Also ich habe das schon gehört, dass viele sagen, nee, das ist mir immer noch zu viel, ich kann mir das auch nicht leisten. Schade. Welche Möglichkeit siehst du, dass die letzte Generation zum Beispiel sie durchsetzt, diese Forderungen durchsetzt? Welche Chance siehst du da? Oh, gute Frage. Also ich hatte denen schon eine Mail geschickt und habe gesagt, naja, wie wäre es, wenn ihr euch vielleicht mehr so an die Reichen wendet und euch an Privatjet von Friedrich Merz klebt zum Beispiel. Und die haben gesagt, ja, also sowas machen wir auch tatsächlich, aber irgendwie kriegt man nicht so viel davon mit. Und ich will da gar keine Vorschläge machen, wie sie es besser rüberbringen. Mir ist es letztlich egal, wie die Gesellschaft und die Politik auf den Punkt kommen, dass wir was tun müssen und dass sie die sinnvollen Sachen umsetzen. Mir ist es nur wichtig, dass wir es halt irgendwann tun.
Also ich will nicht, der Zweck heiligt nicht die Mittel, das auf keinen Fall, aber die guten Sachen aus falschen Gründen ist auch okay. Also. Ja. Was würdest du jetzt empfehlen, so deine Freunde, deine Familie, Angehörige? In Bezug auf Klimaschutz? Ja, klar, auf Klimaschutz, ja klar. Ach, alles Mögliche. So wie zu sagen, ein Appell, hättest du einen Appell für deine Freunde, deine... Ja. Setzt euch ein bisschen mehr mit diesem ganzen Klimaaktivismus auseinander, informiert euch besser und lasst euch nicht blenden von Populismus. Ich finde, das ist der erste Schritt, einfach mehr Verständnis für alle Seiten. Und einfach gucken, weniger vielleicht auf die Einzelaktionen zu gucken, als auf die Gründe, die dahinter stehen. Und ich glaube, da ist eigentlich jeder für. Dann muss eigentlich jeder dafür sein. Hat vielen Dank. Ja, danke auch. Ciao. Ciao. Achso, wo kann ich es denn jetzt sehen oder mit? Ja, genau, Gustavo unterwegs, ganz einfach. Ja. Gustavo unterwegs, okay. Auf Facebook, YouTube, Instagram. Aha, okay. Gute Frage. Ja, super, sehr wichtig, sonst kriegst du. Ja, klar. Danke. Ja, danke. Ciao. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dann laufe ich ein bisschen so nach vorne. So, liebes Publikum, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao.